Whisky Jason hier, Whisky aus der Sicht deines Amerikaners. Heute bin ich in Irland, genauer gesagt bei der neuen Loch Ree Distillery in Lanesborough, County Longford, Irland. Also, wenn man auf die Karte schaut in Irland, in der Mitte ist ein ziemlich großes blaues Fleck. Das ist Loch Ree. Und ganz am oben ist dann diese Distillerie. Da gibt es eine Brücke über der Fluss Sharon. The Bridge. Also, und das ist ein Single Cask Release. Sehr, sehr schön. Das ist hier Single Grain Irish Whiskey. Und das ist 8 Jahre lang in ein Bourbonfass und danach für 18 Monate in ein Oloroso Sherry Cask gereicht worden. Und ich habe hier die sogenannten Andara. Das ist Flaschennummer 139 vom 194. Ein ziemlich kleines Oloroso Fass, wenn du mich fragst, aber so ist das manchmal. Ich habe was vergessen. Denn ich habe meinen Preis hier nur von Irland. Also, ich habe das allerdings aus Deutschland gekauft. Das ist Whisky Base Nummer 145405. Und in Irland kostet das 90 Euro. So in Deutschland, nice. Also, Presskorken, Holz. LRD, also Loch Ree Distillery. Es ist auch der www.lrd.ea für Irland. Schöne Farbe, non-chilled filtered, kein Farbstoff hinzugetan, alles genau richtig. So, ich habe es tatsächlich, das ist auch interessant, das ist Familie Clancy. Also es gibt der Schwester Sheila, es gibt der Bruder Peter und ich habe den Michael, oder wie er sich auch nennt hier, er unterschreibt mit Mike, habe ich interviewt bei Whisky Live Dublin 2019. Das war ein ganz sympathischer Mensch, muss ich schon sagen. Die haben eine kleine 150-Liter-Anlage, wo sie ihre Slingshot Gin machen dort und die haben auch ihre Zesty Citrus Wodka. Irish Whiskey legen sie zur Seite noch nicht, denn die werden erst 2020 damit bauen. Ein Grundstück haben sie, ein Gebäude haben sie aus 1860, glaube ich. Und jetzt geht es darum, den Potstills geliefert zu bekommen und dann alles zu installieren. Das sollte jetzt 2020 bis zum Ende des Jahres fertig sein, sodass sie praktisch 21 anfangen können zu destillieren. Und dann 2024 kommt der erste Whisky nach 3 Jahren. Wow. Jo, die haben einige Fässer gelagert schon an der Brücke. Es gibt eine alte Steinbrücke über den Fluss Sharon, direkt in der Stadt Lanesborough. Aber auch diese Abfüllungen sollten eine Brücke zwischen was noch nicht ist zu dem, was werden soll. Also diese Zeit zu überbrücken, bis sie eigene Produkte da haben. Die haben einige Fässer zurückgelegt. Einiges ist Single Pot Still, einiges ist Single Malt, einiges ist Single Grain. Wir wissen allerdings nicht genau, wo das herkam. So, es gibt hier eine nette kleine Erklärung hier. The Bridge. Hier wird ein bisschen was erzählt. Ba, 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 ba. Die Brücke ist schon 1000 Jahre alt, habe ich vergessen. Römerzeit. Kommt nicht hin. Also Mittelalterzeit. Also sehr schön. Und immer wieder gibt es hier diese wunderbare, ich zeige es einfach mal hier, diese Boot. Naja, meine Beleuchtung ist doof. Diesen Boot auf diesen See denn da. Womit möchte ich es vergleichen? Ich werde einfach mal vom Skip Baron Eagle, das ist hier von unserer Distillerie West Cork Distilleries, das hat auch 43%, war in Einzelfassabfüllung, Fass Nummer 3. Ich habe Flasche 371 und das wird hier mein Vergleichswhisky sein. So, diese war eindeutig billiger. So. Okay, die Preise habe ich jetzt herausgefunden. Hier 24 Euro, hier 82 Euro. 82 Euro für ein Grain Whisky ist schon happig, finde ich. Also, das Zeug sollte auch noch meinen Händen bügeln und meine Nacken massieren für den Preis, finde ich. Ja, also, trotz einer 18-monatigen Reifung in der Oloroso Sherry Fass. Wow, 82 Euro habe ich dafür bezahlt.
Okay, warum nicht? Also, Mareike, vielen Dank. www.irish-whiskies.de. Ich bezahle dir nur meine Preise und ich kriege hier einfach mal eine Flasche zum Verteilen an alle meine Irish Whisky Freunde hier draußen. Also, ihr findet auch meine WhatsApp-Flaschenteilung-Gruppe dann unten in der Beschreibung. Und falls was übrig bleibt, wie auch hier damals, könnt ihr immer noch das auf meiner Sample-Liste finden. Da ist auch unten in der Beschreibung als PDF. So, meine Nase sagt: Oh, der Ololoso ist stark. The Force is strong. Star Wars Referenz. Oh wow, der ist richtig stark, der Ololoso Sherry hier drin. Das ist fast zu stark für meine Nase. Also. Ah, also, das ist ein Single Grain, der einfach nett ist. Ich habe noch vom Skip Baron eine Fassstärke und auch noch eine einfach Single Malt. Und die beiden sind einfach preislich normal, sage ich mal. Genau, der Fassstärke mit 57% ohne Altersangabe ist dann 37 € und der 12 Jahre alte Single Malt ist dann da mit 43% auch tatsächlich 42 €. Und das ist hier doppelt im Grunde. Und ich habe wirklich nur Sherry. Also Sherry, Sherry, Sherry. Ich rieche kein Single Grain. Wenn du mir das unter der Nase blind halten würdest, würde ich noch nicht mal glauben, dass es Whisky ist. Ob das so war oder ob das so gut ist, bin ich ein bisschen am Zweifeln. Okay. Slanche. Slanche war. Cheers to your health. Immer noch sehr, sehr viel Oloroso. Meiner Meinung nach zu viel. Ein bisschen der Grain-Moment kommt am Ende. Eine leichte, prickelnde, trockene, malzig. Malzig ist nicht richtig. Aber es ist kein Malz, es ist kein Gerstenmalz. Aber es ist meistens der Grain wird aus Weizen oder auch aus Mais gemacht. Der wird nicht auf einem Potstill hergestellt, wo als ein oder zwei oder dreimal destilliert wird, sondern es wird tatsächlich dann auf eine kontinuierliche, also Coffee Still produziert und dann geht es weit über 90% meistens hoch. Boah, meins ist es nicht. Es ist kein schlechter Whisky, aber der Oloroso fühlt sich aufgedrückt. Manchmal vermählt sich ein Whisky und sagt, oh. Aber manchmal gibt es so ein kleines bisschen einen Kampf zwischen beiden Elementen, der Oloroso und der Grain. Und das Gefühl habe ich hier tatsächlich. Was ich nicht habe, ist dieses schlechte Moment hier von ersten Fässern, die nicht in Ordnung waren. Allerdings, Shelley oder Michael Clancy hat schon erwähnt, dass sie fast alles umgefüllt hatten, was sie bekamen. Offenbar waren die nicht zufrieden mit den Resultaten und haben den Recask da gemacht. Also alles bekommt sozusagen ein Finish, was sie rausbringen werden. Und die haben viele ungewöhnliche Fässer, Süßwein und Fortified Wines und was weiß ich alles, was denn die sie haben werden. Auch ungewöhnliche Fässer, aber auch hat auch erwähnt. Die 46% sind gut eingebunden. Mich stört einfach nur Fakt. Ich habe Whisky zu meinem Sherry getan, nicht Sherry zu meinem Whisky. Ja. Wie ich sagte, schlecht ist er nicht. Drei, Tendenz 3 plus. Ein bisschen Estrigenz am Ende. Bisschen, ein kleines bisschen sogar nicht nur Trockenheit, sondern Haufen zur Bitterkeit. Ich nenne es immer wie diese Walnusshaut. Sehr, sehr bitter dann da. Nur, also 3 ist richtig. Preis-Leistungs 4. 4 minus. Also 80 € für eine. Naja, dann sagen wir einfach mal, das ist tatsächlich 9,5 Jahre alte Single Grain aus Irland. Die Flasche ist schön. Die Geschichte ist gut. Der Inhalt ist okay. Aber viel zu viel. Gehen wir hier rüber zu Skip Baron.
Also das war eine reinste Bourbon-Reifung. Also, die könnten Geschwister sein. Die können echt Geschwister sein. Also, ich glaube tatsächlich, dass das praktisch der gleiche Destillat ist. Da steht produced by West Cork Distillers, nicht hergestellt. Also, ich glaube, das ist tatsächlich Cooley Distillat. Also, Cooley konnte damals Single Malt und auch Grain produzieren. Heute ist das meiste kommt von Grain, kommt von Great Northern. Warum weiß ich das? Weil erstens, ich weiß das von der Geschichte, weil John Teeling das so aufgebaut hatte. Und zweitens, weil wir bei Teeling auch unser Single Grain haben mit dem Rumfass Finish. Und das kommt auch alles damals von Cooley. Also Cooley hat einiges auch in Grain da produziert. Nee, die schmecken so ähnlich. Das ist halt nur den Sherry-Fass obendrauf. Ich würde viel, 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 viel lieber das hier trinken für 24 € als das hier für 80 €. Sorry, Leute. Okay, Whisky Jason hier, Whisky aus der Sicht eines Amerikaners. Welche Grain Whisky, egal woher auf der Welt, gefällt euch am besten? Es kann der Cheetah sein, denn darf aus Japan, es kann hier aus Irland sein, es kann, wo hat man noch Grain Whiskys? Deutschland produziert wahrscheinlich auch irgendwelche Grains. Jo, es gibt sehr, sehr viele Single Grains da draußen, ob es vom Campus ist oder ob es vom, wie die alle so heißen, nicht wahr? So, bitte, bitte, bitte schreib einfach unten, welche Grain du gerne hast. Und wenn du nichts schreiben kannst dazu, schreib einfach bitte, welche Odoroso Sherry Reifung du am besten findest. Und da sind genug Scotch Whisky da draußen damit. Whisky Jason hier, Whisky aus der Sicht eines Amerikaners. Bitte liken, bitte abonnieren, falls noch nicht. Bitte auf die Glocke draufhauen. Ich gehe immer wieder live, manchmal auch spontan. Da werdet ihr eben benachrichtigt. Und bitte auf meine Sample-Liste, bitte bei Amazon draufschauen. Bitte, bitte, bitte bei Patreons vielleicht vorbeigehen und monatlich mich unterstützen mit, keine Ahnung, bis zu 1 $ im Monat. Alles ein bisschen hilft hier, auch in diese nicht einfachen Zeiten. Whisky Jason, wir sehen uns jeden Tag um 17:30 Uhr, beziehungsweise Sonntag um 21 Uhr. Bis dahin, tschüss!